Pokémon-Universums. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich sehe an deinem Blick, du hast Bock auf einen weiteren Part mit dem besten Pokémon-Duo, mit dem ausgeglichensten Pokémon-Duo. Wir befinden uns in einem weiteren Part von Pokémon Platinum. Luminescent. Renegade. Oder was auch immer. Fast, ja. Fast, ne? War das gut? Das war super, Digga. Nur die Reihenfolge Dankeschön. War ein bisschen verkehrt und noch ein anderes Spiel mit reingebracht, aber ansonsten war es tipptopp, Digga. Ja, aber guck mal, jeder weiß, wo er draufgeklickt hat, ne? Von daher lassen wir das so stehen. Freunde, drei Parts haben wir bereits hinter uns mit Sefi, der süßen Maus. Und im letzten Part sind wieder kuriose Dinge passiert. Oh ja. Eigentlich gar nicht so viel. Wir waren ein bisschen in Jubelstadt unterwegs, haben am Penissen geleckt und haben neue Pokémon. Sefi, was hast du im letzten Part bekommen? Ich habe vor allem die Reglerine, die ich jetzt auch gleich mal hochleveln werde, damit die auf dem plus-minus gleichen Level ist, und den Omega-Penis, den du auch hast jetzt. Der Omega-Penis, also, geil. Also in Real Life, aber ich habe auch Wobbuffet bekommen noch dazu. Schön, schön, sehr schön. So, und hervorragend. Ich glaube, wir starten diese Folge mit einer geilen Entwicklung. Freunde, ihr wisst, auf was ihr geklickt habt, nämlich auf eine Menge Spaß und auf Pokémon-Action. Heute wird's abgehen. Ich kann mir vorstellen, dass wir heute einen Rivalenkampf machen müssen, auf den ich gar keinen Bock hab, Digga. Ich sag dir, wie es ist. Aber wir kommen nicht drum rum. So, Safcon, der Gute. Noch so ein Phallus. Also, ich hab nur Pokémon in meinem Team, die irgendwie so durchgehen, ne? Aber Gärtner. Umso schöner wird die Herausforderung, ne? Genau. Kann man so sagen. So. Geil. Bam. So. Und jetzt, meine Damen und Herren. Direkt die nächste Entwicklung. Ja. Smetbo ist nicht so stark, aber es ist eins der Pokémon, die sich am frühesten voll entwickeln. Und dementsprechend ist es im Early Game natürlich eine nice Sache. Reglerine. Kann man mitnehmen. Sehr schön. Geile Meile. So, im Übrigen, ich habe das gerade mal off-cam getan. Ich habe Knofenser auch ein bisschen hochgelevelt. Und attackentechnisch Schlafpuder hinzugefügt. Was, glaube ich, gar nicht mal so bad ist. Ja, Schlafpuder ist super. Kann aber leider immer noch gut verfehlen. Aber, ey, guck, apropos Puder. Ich lerne gerade die gleichen Attacken. Na, guck mal. Aber das Ding hat nur physische Moves, obwohl es ein spezielles Wesen hat. Das ist auch ganz, ganz schlecht, Digga. Aber uff. Schauen wir mal. Hoffentlich lernt das Ding noch was. Ja, hundertprozentig. Ist ja nochmal die zusätzliche Challenge hier drin. Okay. Das ist was. Okay, okay, okay. Dann verlernen wir String Shot. Ach, Meister, ich hab's gefunden. Change Name. Ach, da drin ist es. Ach so. Ja, let's go. Ja, perfekt, Alter. Yo, als ob ich das, als ob wir das übersehen haben, Digga. Das steht ja dick und fett da. Ja gut, wir haben uns nämlich schon Gedanken und Sorgen gemacht, weil der Name Raider erst in zwei Städten kommt. Aber so ist ja Poggers. Naja, du, ne, hast dir Sorgen gemacht. So, dann benennen wir die Dinger mal ganz kurz. Oh Gott, was habe ich denn für ihn, Alter? Was habe ich denn für ihn? Remember a move. Ach stimmt, man konnte ja auch Moves. Ah. Ey, das ist schon krass, ne? Wir haben hier richtig viele Möglichkeiten. Attacken, die du verlernt hast, kannst du einfach wieder lernen. Das heißt, du kannst für einen einzigen Kampf eine andere Attacke erlernen und dann kannst du wieder deine alten Moves draufpacken. Das ist voll gut. Umsonst. Strong. Ja. So, wir nennen ihn Fischli. Munchlags nennen wir... Willst du einen kreativen Namen oder denselben Namen in dem Stile, wie du die Pokémon bisher genannt hast? Gib mir den Kreativen. Kreativen? Ja.
Boyz, überrumpelst du mich? Hast du nur den plumpen Namen, oder wie? Ja, ja, ich hätte ihn Kugeli oder Fetti genannt. Ich bin schon alles durch, Mann. Fettsack. Specky McBoom Boom oder keine Ahnung, McDonald's. Irgendwas, aber Wie kann man ihn nennen? Ich nenne ihn Mackis. Mackis ist stark. Oh, Bro. Ich hatte eine Assoziation im Kopf, die kann ich aber nicht sagen, das wäre zu gemein in diesem Video. Okay. Luxio, genau so hieß der Kollege. Luxio. Mm. Genau, der hieß auch so auf Deutsch. Nenn ihn Eon. Neon? Eon. Eon. Wie der Stromanbieter. Schreibt man den so? E-O-N? Ja, ja. Oder Eon? Nee, Eon wahrscheinlich, ne? Nee, Eon ist schon stark, ja, okay. Ja. Okay, okay, okay. Dann haben wir noch Evoli. Geil. Wie nennen wir Wundertüte? Wundertüte ist stark, ja, ja. Wundertüte kann man machen. Wie gesagt, Freunde, ich werde mir die Namen noch in die Kommentare raussuchen, aber dadurch, dass wir aktuell in der Vorproduktion sind, ja. Irgendwann in den nächsten Parts dann, ganz entspannt. Genau, wir werden auch ein bisschen was vorproduzieren, Leute, seid uns da nicht böse, aber David wird mich ja auch Ende Februar besuchen, er wird ja bei mir sein eine ganze Woche, zusammen mit Hübi, und da werden wir dann natürlich nicht so zum Aufnehmen kommen, also schon, aber halt andere Projekte, und damit ihr halt mit Videos versorgt seid in der Zeit, sind wir ein bisschen in der Vorproduktion. Right, genau so. Gut. So, dann würde ich sagen, Jalla Abfahrt. Auf. Na, rein da. Zur nächsten Route. Wir haben schon zu lang rumgeschnackt hier. Yep. Oh, 3 Pokémon direkt. Mhm. Aber ich glaube, die wird mega low-level sein. Weil man die wahrscheinlich besiegt, bevor man die Viecher in der Stadt. Ja, guck mal. Die kann ja Level nix. 8. Kann ja gar kein nix. Problem. Boah, Crit, let's go. Das ist die Scope-Linse. Tschüss. Oh. Na, ja. Der könnte Giftdorn haben, der Drecksack. Mhm. Aufpassen. Die Trainerin hat sich bei mir gerade einfach teleportiert. Hä? Die Trainerin hat sich bei mir teleportiert. Das ist schon lustig. So ein paar Bugs sind hier drin. So, Rickledine los! Winde machen. Genau. Aha, und dann hat sie noch ein Pidgey, I see. Alter, du one-shottest einfach durch, ha? Huh? Null Problem, Meister. Meine Wundertüte ist stark. Ich habe sie illegal auf dem Rummel erworben. Ich glaube, wenn du übrigens nach Tara haben willst, dann kannst du die Entwicklung abbrechen, falls es sich jetzt am Tag entwickelt. Stimmt. Und dann auf die Nacht warten und dann einfach reinsneaken. Easy. So. Mal sehen, ob wir heute noch einen Encounter bekommen. Da müssen wir aber erstmal am Rivalen vorbei. Ich hasse die Rivalenkämpfe. Im Platin sowieso. Puh. Youngster Tyler. Junge, hat der einen geilen Namen. Au. Oh. Komm mir bekannt vor, das Pokémon. Mhm. Der Critical Hit, sheesh. Alter, wie schnell hier die Encounter reinzimmern. Und auch das habe ich wieder gar nicht gesehen. Ey, ich bin mir echt nicht mehr gewohnt. Ich merke gerade, wie ich nicht mehr gewohnt bin, dieses Spiel zu spielen, obwohl es vor 2 Jahren oder so rauskam. Das ist nicht so alt. Aber rein so grafisch und bla und schon crazy teilweise. Ja, ist schon hübsch, muss ich sagen. Also ich persönlich finde es sehr hübsch. Ne, es sieht nicht schlecht aus, aber wenn ich jetzt vergleiche, ne, von wie schnell die KP runtersinken, wenn du jemanden angreifst oder einfach so,
es wirkt gegen Karmesin und Purpur schon, was das anbelangt. Ach, jetzt weiß ich, was du mit Teleportieren meinst. Nicht gut gepolished. Also es grafisch ist hübsch vom Stil her, stilistisch gesehen. Aber so Quality of Life mäßig merkt man da schon noch so ein bisschen, dass es ein bisschen klobiger ist. Okay. Aber auf der Switch 2 läuft schon ein bisschen besser. Du musst, ne? Ha? Muss? Leute, Übrigens, Switch 2 wird großartig. Kann es euch jetzt schon sagen. Wir haben es jetzt ausgiebig und sehr lang getestet und es wird gut. Genau. Für Kanalmitglieder haben wir auch eine Review. Das ist übrigens so ein Spaß. Das ist, Leute. Nee, natürlich nicht. Das ist mein voller Ernst. Leute, hier, paid in den Kanal rein, dann kriegt ihr die vorab. Nintendo schickt euch die dann einfach. Naja, aber das gilt halt nur für Tier 3-Member, ne? Genau, ja. Oh. Hier und 100 Euro im Superchat. Hier ist eine Höhle. Hier könnten wir vielleicht den Encounter auch noch mitnehmen. Ah. What? Expertengurt geben die uns? Oh mein Gott, dieser Hack wird so schwer sein, Digga. Oh, okay. Oh, Sandan und Zubat. Okay, cool. Kann man machen, ne? Digga, der Hack wird so... Ich meine natürlich, das originale Spiel auf der Switch 2 wird so schwer sein, weil wenn die dir schon Competitive Items ganz am Anfang geben im Spiel... Ich weiß nicht, ob das immer da ist, aber wenn die dir das geben, dann heißt es, du wirst den auch brauchen, ey. Bruh, ich hab verkackt. Was ich passiert? Besiegt. Ich Nein! hab's besiegt. Nein! Zubat! Okay. Warum hast du nicht einfach einen Ball geworfen? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das wäre mit Level 8 schon zu strong. Ja, das ich darf den Zubat jetzt auch nicht benutzen. Nee, logisch nicht. Aber das ist so ein Anfängerfehler, der mir tatsächlich immer wieder passiert. Ich fange an, am Anfang des Spiels Pokémon schwächen zu wollen und dann one-shotte ich die oder krieg sie weg oder so. Obwohl, ein Sandan auf Level 8 fängst du mit einem Pokéball First Try. Das ist halt nur bei Wobbuffet so gewesen, weil der halt voll entwickelt ist. Und halt eine höhere Catchrate hat. Oder eine niedrigere, genau genommen. Dass der halt nicht drin bleibt direkt. Aber bei so Zubat und Sandan, da kannst du 10 Bälle werfen und 9-mal bleibt da drin so. Oh, was ist hier? Da war ich gerade voll in meinem Element. Aha, ja genau. Hier geht's damit nicht weiter. Das bedeutet für uns, wir müssen zum Rival. Na gut, Leute, wie gesagt. Also cool. Ein X-Bart und ein Sandama, das wäre auch viel zu OP. Ne, brauchen wir alles nicht. Starter, X-Bart, alles Quatsch. Ey, aber die Spannung muss doch da bleiben. Aber was ich sagen muss, also ich bin jetzt nicht unzufrieden mit den Encountern. Ich meine, du hast einen Gyarados und ich habe einen Relaxo. Aber wir hätten hier Staralili bekommen können, was zu Staraptor wird, mit Bedrohr. Wir hätten Shinux bekommen können mit Bedrohr. Wir hätten Fukano bekommen können mit Bedrohr. Ich wollte es gerade sagen, ne? Also wir hätten an diesem Punkt schon 4 Pokémon mit Bedrohr kriegen können, die alle richtig strong sind. Unsere Encounters sind nicht so gut. Ne? Also das Encounter-Glück ist in diesem Run noch nicht so krass, muss man sagen. Ich wollte es gerade sagen, aktuell noch nicht. Aktuell noch nicht, ja. Ja, aber jetzt, wenn wir noch ein paar Glückskekse fressen, dann wird auch das Glück auf unserer Seite sein. Ja. So, Digga, bist du bereit für den Rivalenkampf? Meister, ich bin schon am Warten. Ich warte nur auf dich. Okay, hast du alle Items verteilt? Hast du noch Beeren oder irgendwas, was du noch draufpacken kannst? Hast du noch den Expert Belt? Guck mal, stärkt sehr effektive Attacken um 20%, Digga. Den musst du auf jeden Fall draufpacken. Den Expertengurt. Wem gebe ich das denn mal? Vielleicht an Bellsprout? Warte mal, was für einen Starter hattest du? Du hast Plinfer gehabt, ne? Ja. Das bedeutet, er hat das Pflanzenmon, oder? Bei dir. Das Feuermon müsste es haben, das Feuermon? Oder? Hat er die Schwäche... Hat er das, ist er dumm? Hat er das schwächere Pokémon? Ich meine ja. Okay, dann theoretisch... Ich würde sagen Evoli, oder? Das Ding ist, Evoli trifft mit normalen Attacken nichts sehr effektiv. Außer mit Biss, damit triffst du Psycho und Geister. Aber ich sehe ihn nicht, wie er Psycho und Geister-Pokémon hat. Ich würde das Ding tatsächlich Bellsprout geben, wenn du da Gift-Attacken drauf hast und Pflanzen. Weil er wird ein Wasser- oder ein Pflanzenmon vielleicht haben. Das sehe ich im Early Game.
Alright. Und ich geb's Reglerine oder ein Eon? Oh. Ah, hast du schon mit dem Rivalen gesprochen in der Trainerschule? Ich glaube oder nein? Ich glaube auch nicht. Scheiße. Nee, ich hab's auch noch nicht getan. Das müssen wir noch tun. Scheiße, stimmt. Deswegen waren wir ja in der Trainerschule. Wo wir im Pokémon... Wir wurden zu sehr von allen anderen NPCs abgelenkt. Ich schwör's dir. Wir müssen noch mit Tübi hier reden. Genau. Ey, was geht? Alter, Schule kennst du? Braucht eh keiner. Wir werden einfach YouTuber. Ich habe eh keinen Bock auf Lehrer und so. Digga, du hast gerade ein Referat gehalten, ne? Naja, habe ich was Schule. Gesehen, Digga. Du hast quasi Schule gegeben, Alter. Kann man so sagen. Ganzen Schultag war ich da unterwegs. Bei den kleinen Buben. Let's go, Digga. Na, der Spaß einzige, gemacht, der einzige Moment, wo wir noch die Schule betreten, ist als Lehrer. So nämlich. Oh Gott, was will der jetzt? Ach, oh, stimmt. Den Poketch bekommen. Ja, Mann. Der gibt uns noch hier den... Hey! Ich konnte den Poketch gar nicht haben, wenn ich... Wie habe ich denn das kleine Mädchen angerufen, wenn ich den noch gar nicht habe? Du hast gerufen. Tja, ich habe am Penis schon geleckt, bevor ich ein Smartphone hatte, Freunde. Junge, das sind Statements, ne? Ja. So, Lebel... Okay, was sagt der? Ah, du hast schon ein paar Pokémon gefangen. Hier ein paar Kriminelle. Aha. Erzählen Sie mir mehr. Ja, er untersucht Dinge und irgendwas für Erwachsene. Gut. Oh, Digga, ich bin ein bisschen... Egal, komm, wir gehen jetzt rein. Wir böllern den. Wir fisten den jetzt einfach. Er wird wahrscheinlich mit Staralili oder so leaden. Deswegen lead ich mal mit Eon. Oh, du bist schon Let's da. Go. Oh shit, okay. Ja, nicht lange rumschnacken, Meister. Einfach angreifen. Rein da. Und oh, er geht mit Abra rein. Oh shit. Okay, aber das ist gut für dich. Hör, bei mir hat der Pidgey. LOL. Ach, LOL, okay. Okay. Wow, Ominous Winds ist richtig gut gegen ihn. Ich wollte gerade sagen, ne? Von daher rein da. Oh, Hidden Power. What? Okay. Was passiert hier? Er hat einen Fokus-Sash? Okay. Boah, der taubt sie auch. Bro, der hat einen Fokus-Sash. Okay, Moment, bevor du irgendwas machst. Ich würde jetzt einfach mit Evoli reingehen. Und dann mit Ruckzuckhieb, oder? Ja, genau. Das ist eine sehr gute Idee, weil wenn die Kraftreserve Geist ist, wenn sie Unlicht ist, dann mattert's nicht, dann kassierst du einen Hit. Wenn sie Geist ist, immunisierst du das sogar. Ja, von daher rein. So, ich kill auch mit Quick Attack. Batz. Nice one. Okay, es ist Unlicht. Aber das ist kein Stab und das tankst du easy. Null Problem. Yes. Und mit Quick Attack ist Abra auch weg vom Fenster. Ey, aber man muss sagen, wir sind krass overlevelt, ne? Der Dude ist erst auf Level 10. Hä? Waren die in der Trainerschule nicht auf Level 12 oder sowas? Irgendwie so, ne? Hä, safe? Der hatte doch einen Stern, du? Oder hat mich das nur so krass auf... Ey, okay. Ja gut, egal. Baby Doll Eyes. Würde ich nicht erlernen. Unbedingt. Okay. Ist eine Prio, die den Angriff senkt, aber du hast zu gute Attacken auf dem Ding. Okay, ich verstehe. Und außerdem kannst du es jederzeit wieder erlernen. Also, ne? So, Digga, warte mal. Shiggy? Warum hat der Shiggy? Das ist jetzt überraschend. Und warum hat der... Also bei uns haben die komplett andere Viecher, oder was? Bei mir ist gerade aber spannend, muss ich sagen. Das ist crazy, ne? Bei mir hat er nämlich Rawls jetzt... Ha. Ja, okay, dann ist es Bellsprout auf jeden Fall, ja. Sehe ich. Gut, meinst du, er könnte irgendeine Attacke haben, die gefährlich wird? Wahrscheinlich nicht, oder? Im normalen Spiel nicht. Turtok kann Eisstrahl, aber wenn der das kann, Digga, dann... Oh, okay, perfekt. Ja, jetzt kannst du auf Razor Leaf gehen. Er hat gerade seinen Death geboostet, aber du hast ja die Chance... Rutenschlag. Du hast ja die Chance zu kritten. Weil du ja das Item hast. Wow! Digga! Mit Ankündigung! Let's go! Ja. Ach, guck mal, da ist es Plinfa bei dir. Ja. Hast du... Warte mal, aber er hatte bei dir jetzt ein Shiggy? Aber das war das zweite Pokémon, oder? Mhm. Ja.
Irgendwas wird er ja noch kommen. Dann hat er jetzt noch Turtwig. Guck mal. Oh. Hast du den Expertengurt auf dem Ding oder den Crit, das Crit-Item? Den Expertengurt habe ich okay, draufgepackt. Okay, perfekt, weil dann kannst du jetzt super gut mit der Gift-Attacke. Yes. Richtig viel Schaden machen. Oh, der hat noch eine Beere. Aber das ist doch kein Problem. Ah ja, Fluch, okay. Ja, juckt nicht. Juckt nicht. Du killst den auch so. Trotz kein Problem, Boost. Damit haben wir's. Geil. Ja, easy. Ja, Digga, was wir festhalten müssen, wir sind massiv overlevelt. Wir sind 5 Level über dem Dude jetzt gewesen. Aber wir haben ja eh eine Level Cap von Level 16, also. Ja, das ist. Achso, wir haben das Level Cap sowieso. Über den Arena-Leiter können wir eh nicht leveln. Aber ich glaube, wir hätten hier locker ein bisschen früher hinkommen können. Ich war nur ultra abgeschreckt, weil wir halt schon übel Probleme hatten gegen diese Trainer in der Schule. Und eigentlich, eigentlich macht man die und dann die Route oben und dann hier ihn. Aber ja. Ja, dann ist das so, du. Dann brauchen wir nicht also so Schiss haben. Eben, also die Kraftreserve hat ja gerade trotzdem ordentlich reingehauen. Ja. Ja, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ins Wiesle und holen uns noch ein Pokémon. Hoffentlich. Tja, ich werf direkt diesmal so ein Pokéball. Ich wollte es nicht sagen. Aber. Oh, Bidoof. Also unser Encounter-Lag ist echt so... Ja, lässt zu wünschen übrig, ne? Ja. Habitag ist jetzt auch nicht der Banger, aber ein bisschen kann man besser mitnehmen. Als Bidoof. Let's go! So. Naja, haben oder nicht haben, ne? Ja. Dovian. Boah, ich hätte ihn Justin Bieber genannt. Oh, strong. Glaube ich, benenne den gleich noch um in Justin Bieber. Geil. Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Justin ist auch ein guter Name für ihn. Perfekt. Alter, was? Silk Seidenschall finden wir auch? Ey, das ist ja insane. Was macht man damit? Seidenschall verstärkt Normalattacken. Ah, ja, guck mal. Und ist eigentlich ziemlich gut für Evoli. Ich wollte es gerade sagen, ne? Rein damit. Give an item. Alter, krass. Ey, wir kriegen richtig gute Items. Okay, aber da muss man sagen, ich meine, der Rivale hatte gerade einen Fokusgurt, was echt crazy ist. Und er hatte eine Beere und das zweite Item haben wir nicht mal gesehen. Also, er hat schon auch krasse Items, aber er war halt einfach ein bisschen low jetzt. Genau, Fischli oder Riglerine. Ich glaube, ich gebe ihr die Scope Lens. Alter, 4 von 6 Pokémon haben jetzt ein Item. Und ein echt gutes Item, muss man sagen. Da ist ein... Was ist das nur? Es ist ein Knilltier. Kann man das ansprechen? Es will eine Oranberry. Es sieht traurig aus. Oh man. Aber so eine Beere haben wir nicht dabei, oder? Ich glaube nicht. Oranberry sind die Beeren, die man ganz am Anfang kriegt. Oh, übrigens, wir haben noch fucking Rocktoon bekommen, ey. Ey, das ist crazy, was die uns hier alles geben. ist aber ein schlechtes Zeichen, wenn wir so viel krasses Stuff direkt am Anfang bekommen. Ja, eben, das ist das Ding, aber es ist halt auch, geil. Boah, hast du eine Beere? Weil vielleicht können wir das Ding dann bekommen oder so. Steht das bei dir? Eine Beere habe ich nicht. Ah, wobei, doch, hier. Ja, aber du brauchst eine Oranberry. Steht das Knilz bei dir auch da? Ja, das steht auch da bei dir, guck mal. Naja. Ha. Das ist ja interessant. Bestens gelaunt. Das ist ja interessant, okay. Oh shit. Den Trainerfighter habe ich jetzt nicht gesehen. Stand da jemand oder was? Ja, ganz versteckt. Youngster Sebastian, da hat man erstmal ein Double Fight. Ich habe die erstmal geskippt.
Ah, okay, okay, okay. Ah, du bist einfach oben lang gegangen, ne? Ja, ja, genau. Okay. Gegen Makuhita hast du ein sehr gutes Matchup. Ich wollte gerade sagen, ne? Ja. Einmal Konfusion rein. Genau. Let's go. So, ich zünd mir auch mal den Schutz rein. So, Makuhita ist weg vom Fenster. Alter, das... okay, ey, wir finden ja nur TMs und so. Wir haben noch kein einziges Trash-Item gefunden. Okay, wir sind doch schon einen Ticken overlevelt, ne? Sind wir, ne? Man merkt das. Ja, okay. Ja, gut. Yeah. Ja, sorry, Leute. Ne, an der Stelle, wir wissen halt absolut nicht, was für ein Level die Trainer hier haben. Wir spielen diesen Hack ja blind. Und mir wurde erzählt, dass dieser Hack nochmal deutlich schwerer sein soll als Renegade Platinum. Und Renegade ist schon ein sehr krasser Hack. Wir haben absolut keine Ahnung, was für ein Level die hier haben werden. Aber dann können wir eigentlich den EP-Teiler können wir ausmachen dann. Schätze ich. Minimum und in ein, zwei Routen werden wir dann auch nicht mehr so overlevelt sein. Ja, ja. Spätestens nach der ersten Arena. Ich denke auch, wir können ein paar Trainer skippen. So. Eigentlich schon, eigentlich schon. Also wir müssen nicht jeden Fight mitnehmen. Nee. Ja. Ich werde mal aber auf dich warten, weil ich unten beim Double Fight bin. Ah, okay, okay. Hm? Hast du hier oben noch irgendwas geholt oder gab's hier? Ah, da gibt's auch noch mal. Nee, das ist wieder ein Trainerfight. Hä, ja, ja. Die wollte ich triggern. Das sind übel viele Double Fights. Das ja, ist schon. Crazy. Okay, dann gehe ich mal mit Reglerine und mit Fischli. Weil die beiden haben wir noch gar nicht gebraucht. Mhm. Okay, Krieg tot und Shinx. Let's go. Oh, das ist ein sehr schlechtes Matchup für mich, um ehrlich zu sein. Tja, ich hätte nicht mit den beiden leaden sollen. Das ist nämlich ein Elektro-Pokémon. Aber hätte Fahrradkette, ne? Oh. Ein altbekannter kreuzt gleich im Fight auf. Okay. So ein Sandan, habe ich schon mal gesehen. Ja, 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 ja. Das ist wieder das Karma. Ja, ja. Das passiert alles ständig. Alles kommt im Leben zurück, wie ein Frisbee, ne? Du kannst immer davon ausgehen, wenn wir ein Pokémon verlieren und es richtig tragisch ist, kommt es spätestens in ein, zwei Folgen, wirst du es sehen. Okay, gut zu wissen. Bei mir war, ich habe in Pokémon Unbound, habe ich eine... Oh, Digga, jetzt schallert die Fassade, aber Todes. In Unbound habe ich ein Magbrand gehabt. Und das ist einfach gestorben. Und der nächste Trainer, den ich bekämpft habe, hat den Magbrand. Oh no. Ja, als einziger Trainer gefühlt in dem Spiel. Alter, ich weiß nicht, ob ich Mackes jetzt heilen soll, weil er ist theoretisch paralysiert und das verdoppelt die Fassade. Das ist übel, übel crazy. Meister, was ist Uproar für eine Attacke? Uproar ist eine... Ach, Aufruhr? Genau, ist Aufruhr, ist eine ziemlich starke Attacke am Anfang des Spiels für Huthut. Wilde Huthuts haben mein Leben schon gefickt mit diesem Move. Okay, also kann man das mitnehmen, sagst du? Genau. Echoed Voice ist halt, wird immer stärker, je öfter du es einsetzt, aber Uproar ist so viel stärker. Alter, hat das 90 Stärke in dem Hack hier? Ja, ja. Hab mich gerade auch sehr verwundert. Holy shit. Das ist das, was ich meinte mit Huthut, ne? Das Ding darfst du nicht unterschätzen. Es ist bulky und in manchen Dingen lernt es dann irgendwelchen komischen Kram. Let's go. Ach, guck mal, Zubat ist auch schon wieder da. Ja, beide gerade sogar, noch, ne? Erwähnt. Genau, beide. Das ist einfach unser Pärchen, was gerade gestorben ist. Ja. Sheesh. Ba.
Boah, ich bin echt gespannt, wann sich das Mamfaxo entwickelt, ey. Das wird so crazy. Das entwickelt sich auch mit Zuneigung, ne? Ich glaube, ja. Zuneigung, okay, Freundschaft, okay. Irgendwie, ich kann das auch nie auseinanderhalten. Hm? Okay. Nice one. So, hast geschafft. Gehen wir zurück heilen. So. Richtig. Und ja, den EP-Teiler machen wir aus, ne? Ich denke, den EP-Teiler können wir aktuell ausmachen, ja. Vor allem, weil wir ja jetzt die Sonderbonbons haben, womit wir alle so gleichlevelig machen können, brauchen wir den EP-Teiler eigentlich gar nicht mehr. Wobei es eigentlich egal ist, ob er an oder aus ist, weil es soll ja kein Pokémon Overlevel sein, aber warte mal. Den XP-Share. Wie hast du den ausgemacht? Ich wollte gerade sagen, kann man den ausmachen? Weil ich finde die Möglichkeit gerade nicht. Ah, bei den Optionen ist das. Nee, am PC, am PC ist das. Yo, da war ja was im letzten Parts. Genau. Easy. Genau. Aber Freunde, ich glaube, wir sind wieder soweit, ne? Wir haben heute gar nicht so viel geschafft. Eine halbe Stunde geht echt schnell um. Ist krass, ne? Bei Pokémon ist eine halbe Stunde ratzfratz weg, Alter. Ist echt crazy. Absolut. Ja, geil. Okay, dann mache ich Abmod. Ach so, ich soll die Abmod machen. Ja, so, ich bin gerade so vertieft. Ne? Freunde, guck mal, dann mache ich mal die Abmod hier. Ne? Guck mal, Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zusehen. Das war mal wieder ein sehr spektakulärer Part. Wir haben Pokémon verloren, Pokémon gewonnen. Doch am Ende des Tages bleibt Apache gleich. Deswegen abonniert unsere Channels. Danke fürs Zusehen. Sefi, was sagst du jetzt noch am Ende? Leckt am Penissen. Richtig und wichtig. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.